Servus, schön, dass ihr wieder reinschaut hier zu The Planet Crafter. Ja Leute, guckt mal, wie ich so im Farmen war, ist mir aufgefallen, wir haben hier hinten diese Höhle noch gar nicht richtig erkundet. Ich habe ein paar Schränke von uns voll gemacht, beziehungsweise es ist ja keine Höhle hier, es ist ja mehr ein Canyon. Die Schränke sind soweit voll, Alu ist noch ein kleines Problem. Was soll dies? Da geht nichts. Beziehungsweise, ja, ein kleines Problem. Ist Alu nicht, sondern eher ein großes. Sehr schön, sogar wieder ein Chip. Ich habe uns tatsächlich auch, weil es jetzt schon soweit ist, einen zweiten Eisenschrank bauen müssen. Wir nehmen alles Alu mit. Jo, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Genau. Noch ein Raumschiff. Okay. Okay, okay. Kein Problem. Es hat ein bisschen komisch geparkt. Ah ja, da schauen wir jetzt rein, oder? Ups. Ja, wollte ich so. War natürlich Absicht. Hä? Okay. Dann halt so hier für schlau. Oh. Danke, liebes Raumschiff. Du bist ja nett. Kommen wir da auch rein? Jo, wir müssen uns nur durchkämpfen. Wie viel Platz hast denn du noch, Digga? Gar nicht mehr so viel, ne? Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Das ist dann schon vorbei. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das wieder anders. Anders. So. Luft holen. Wir haben auch noch Matz für einen Schrank. Perfekt, guckt euch mal an, das ganze Alu. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Haben wir noch was zu trinken dabei? Jawohl. Ups. Entschuldigung. Du warst noch nicht leer. Jetzt bist du es. Jo, und was geht hier drin ab? Noch eine Superlegierung. Es wäre so cool, wenn man sich hier drin eine Basis bauen könnte. Was war das? Zerlegen Kanister. Was haben wir jetzt? Ich wieder, Mr. Misstrauisch. Okay, hier geht's nur steil bergab. Zack. Abbauen können wir es nicht mehr, weil kein Platz. Was für eine Lagerkiste. Ach. Ach. Okay. Ja, aber Alter. Es geht nicht, gell? Schade. Irgendwie hier so eine Basis integrieren hier rein. Das wäre so cool. Das wäre wirklich mega cool. Das würde ich so feiern. So, das rüber, das rüber. Das Alu rüber. Dann kurz sortieren. Den noch rüber. So und so. Und fertig. Zwei Legierungen, drei Legierungen. Jetzt lasst uns mal darüber gehen.
Da scheint es ja Legierungen zu geben, oder? Gehen wir erstmal hier. Du warst leer. Du hier warst nicht leer. Das nehmen wir alles mit. Du kannst mal alles hier bleiben. Den Chip brauchen wir noch auf jeden Fall. Ja, komm. Geht der Schrank hier auf? Nee. Da geht nichts. Als ob. Als ob. Wir sind jetzt eigentlich nur oben auf dem Canyon, oder? Da unten waren wir vorhin. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. So. Noch irgendwo was liegen? Kommen wir darüber? Jo, das passt. Ah ja, geil, oder? Das feiere ich jetzt gerade richtig. Da drüben liegt eine Kiste, die möchte ich auch noch unbedingt. Wie sieht sauerstofftechnisch aus? Das passt. Aufpassen müssen wir trotzdem. Inventar voll. Hör doch auf. Boah, haben wir super Legierung. Guckt euch das an. Du bist das beste Raumschiff auf der ganzen Erde. Direkt nach unserem natürlich, also. Das steht ja außer Frage. Fahren wir jetzt hier runter? Noch nicht. Noch nicht. Aber aufpassen muss. Mit deinem Sauerstoff. Schon wieder voll, Scheiße. Ja, komm. War denn jetzt die Kiste? Bin noch hier extra rüber, weil ich zu der Kiste wollte, aber irgendwie... Hier liegt alles voll. Mit Superlegierung. Tutti completi. Oh, fast runtergefallen. Okay. Überall kommt man aber nicht drüber. Ah ja, Leute, dann passt auf. Folgender Deal. Ich habe jetzt hier soweit alles eingesammelt, so gut ich konnte. Das bedeutet, wenn wir nochmal Superlegierung brauchen sollten, dann komme ich einfach hierher und farm uns das. Guckt euch das mal an. Das ist ja mega gut. So, und jetzt habe ich den Salat. Jetzt müssen wir irgendwas fallen lassen. Am besten euch. Ich hoffe, dass ihr da nicht weg seid. Erstmal so. Dann können wir die ganzen Legierungen heimbringen. Die drei Baupläne können wir mitnehmen. Jo. So, auf, lass mal die Samen noch da. Da haben wir zu Hause auch genug. Wir waren nämlich am Alu-Farmen. Können noch mal was essen. Sehr gut. Ah ja. Den Weg hier sollten wir ja ziemlich flott wieder finden. Der war ja nicht schwer. Einfach durch den Canyon durch. Wir haben uns nämlich auch, während ich am Farmen war, einen Algengenerator oder sowas freigeschaltet. Können wir gleich mal drauf schauen. Ja, guck mal, wie super schnell wir hier wieder zu Hause sind. Richtig cool. Aber ich feiere das jetzt gerade wirklich. Es freut mich riesig, dass wir das jetzt gefunden haben. Das war wirklich beste Entdeckung aller Zeiten. So. Sehr gut. Jetzt lasst uns mal schauen, was war das hier? Algengenerator T1. Superlegierung haben wir. Dann schmeiß mal kurz das Alu raus. Das brauchst du nämlich nicht.
Den ganzen Quatsch hier brauchst du jetzt gerade auch nicht. Da müssen wir extrem aufpassen. Genau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bam. Sehr gut. Wir brauchen die sowieso meistens in der Form. So, was war es jetzt noch? Biokunststoffklumpen. War, glaube ich, hier drin, gell? Ja. Kunststoffklumpen, Aubergine, Wasser. Aubergine müsste ja fertig sein. Ne, ist sie nicht. Essen war hier. Aubergine. Und Wasser haben wir gesagt, gell? Dann schauen wir doch mal, was der Kollege kann. Züchtet unter Wasseralgen, erzeugt Biomasse auf einer Wasseroberfläche platzieren. Ja, das habe ich mir gedacht. Erzeugt Wasseralgen. Ja, so viel Wasser haben wir noch nicht. So viel Wasser ist noch gar nicht da. Mach mal hier so. Und was machst du jetzt hier, Kollege? Kannst du dich mal erklären? Was ist das? Was bist du? Sieht aus wie ein Magnesium, oder? Können wir aber nicht abbauen. Nee, da wächst noch mehr so Zeug. Ist er das? Nee, oder? Er ist das hier. Jo, wie süß. Wir haben Pflanzen. Wir haben Pflanzen auf der Erde, Leute. Okay, es ist nicht die Erde, aber wir haben Pflanzen auf unserem Planeten. Boah, dann brauchen wir noch ganz viel von denen. Wir haben aber keine Aubergine mehr, gell? Ja, das sollte man eigentlich auch mal wieder abbauen hier. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. So, kann man hier irgendwie irgendwas? Das hier nimmt mich doch ein bisschen Wunder. Das sieht noch komisch aus. Ist noch so ein Ding. Seltsam. Okay. Damit haben wir das. Dann lasst uns doch mal schauen. Ich möchte gerne am besten eine Biomasse-Rakete oder sowas losschicken. Luftdruck geht immer noch voll ab. Wärme. Wärme ist schlecht. Ein Alu und ein Stab. Komm, das können wir eigentlich machen. Das können wir eigentlich machen. Alu und ein Stab. So, dann könnten wir hier noch eine Heizung hinbauen. So. Dann hätten wir schon mal Wärme. Da verändert sich halt nichts. Aber das hier, ne, geht auch nichts hin. Ja, geht. Geht. Geht alles. Biomasse-Rakete habe ich gesagt. Ja, wie viel Energie haben wir noch? 47, das passt. Gibt es eine Biomasse-Rakete? Liebes Spiel, gib uns die Antwort. GPS-Satellit? Nö, nö. Magnetfeldschutzrakete. Ah, das war Iridium und das war Uran, okay. Luftdruck und Wärme. Ja, aber das sind unsere Schränke gleich wieder voll. Ne, lass das mal. Ich weiß. Wir gucken mal schnell, was unsere
bei Chips freischalten. Mach erst mal die Legierung weg, sonst verballer ich die gleich wieder. Legierung war hier. Zack. Dann schauen wir mal, was unsere Chips freischalten. Vielleicht. Tja, was macht denn das Gras hier drin? Vielleicht gibt es da was Cooles raus. Großes Wohnmodul. Vitrine. GPS-Satellit 3. Jetzt müssen wir die dann doch mal bauen. Großes Wohnmodul. Was ist denn das? Vitrine. Kobalt-Eisen-Superlegierung. Können wir auch gleich machen. 3 Eisen, 3 Titan, 2 Legierungen. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Lalala. Und was kannst du jetzt? Du Modul. Das kann auf jeden Fall. Warum geht es hier nicht hin? Das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig anzubauen. Hier geht's hin. Muss man da hinbauen? Das ist ein Viererraum. Ein Vierer. Ah, okay. Nice, da hat man keine Zwischenwand. Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Jetzt passt mal auf, Leute. Jetzt passt mal auf. Oh, das machen wir. Okay, halt. Falsch. Vor lauter Begeisterung erstmal hier falsch einsortiert. Zack. Sauerstoffkapsel haben wir auch noch eine. Ich hätte nämlich gern. So. Mich wesentlich vergrößert. Und dann ein riesiges Lager gebaut und ein riesiger Wohnbereich. Und den Wohnbereich möchte ich ganz ehrlich am besten hier nochmal oben drauf. Wisst ihr, dass wir dann. Klar, er bringt jetzt nichts. Technologiefortschrittliches oder so. Wo waren die Leiter? Hatten wir nur die? Aber. Guckt euch das mal an. Wenn wir hier oben drauf stehen. Vielleicht machen wir sogar noch eins höher. Dann hat man einen richtig geiler Blick. Wenn der See da hinten dann noch größer wird, dann kann man richtig, richtig schön schauen. Unsere Kapsel, unsere Startkapsel. Total verloren, ey, das arme Ding. Wisst ihr, wie ich meine? So war mein Plan. Und theoretisch. Theoretisch könnten wir das Lager hier hin verlegen. Hier so hinten rein. Oh ja, doch, da habe ich jetzt schon einige Ideen. Die Blumen, die würde ich hier sogar stehen lassen, so. Das sieht cool aus. Den müssen wir auch noch bauen. Edge-Tube T3. Da haben wir draußen stehen, gell? Da stehen auch schon drei. Was kann der? Sauerstoff und Energie. Achso, ne, Sauerstoff bringt er. Wärme und Luftdruck. Ich bin ja tatsächlich dafür, dass wir noch so einen bauen. Brauchen wir irgendwo Algen? Lass uns mal oben im Labor schauen. Oder sind die wirklich nur für Biomasse? R-Labor. Hier braucht man Algen. Stufe 2 Dünger. Kürbis, Pilz, Siliziumwasser. Okay, das ist ja auch nicht wirklich wild. Wenn wir aber so viel Zeug brauchen, sollten wir vielleicht ja. Leute,
Ganz kurz. Ganz kurz. Zack, zack. Was fehlt jetzt noch? Kürbis und Pilzsamen. Kürbis und Pilzsamen haben wir keine mehr. Okay. Ja, dann gibt es ja noch eine Aubergine. Dann brauchen wir für einen Züchter. Nahrungszüchter hier. Alu, Eisen, Wasser. 1, 2, 3. 1, 2. Alu, Eisen, Wasser. Nochmal 3 Eisen. 1, 2, 3. Und 3 Alu. 1, 2, 3. So, dann bauen wir da hinten unseren Nahrungszüchter. 1. Bleibt nur zu hoffen, dass die Energie dann reicht. 3. 4. 5. So. Zack, Kürbis, Kürbis. Dann machen wir die 3 Auberginen. Dann die 2 Bohnen. Und dann... Oh. Was habe ich denn da wieder gezählt? Gänse. 2. Ja. Wir gehen so rum. Hä? Ausgetrickst. Na, 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 na. So. So, genau. Das war so klar. Das war so klar. Wir brauchen nochmal einen. Wo ist er denn? Hier. 3 Superlegierungen, 2 Wasser. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dass wir mal Ruhe haben. Was war es noch? Wasser und 2 Uranstäbe. 1, 2. Wie viel Wasser? Auch 2, gell? Brauchen wir noch 3. Danke, Spiel. Danke, danke, danke. So. Irgendwie müssen wir uns dann mal überlegen, wie wir das besser versteckt bekommen. Außer wir schaffen es natürlich, das ganze Dach voll zu pflastern, dann sieht es vielleicht auch cool aus, wenn es so in der Ferne ein bisschen leuchtet. So, lasst uns mal schnell schauen, ich möchte noch was gucken mit euch. Ich habe nämlich den Bohrer umgebaut, der steht jetzt hier vorne. Ja, schaut. Der steht jetzt hier. Und er hat tatsächlich Alu gefarmt und nicht gerade wenig. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und dann könnten wir eigentlich auch noch ganz geschwind einen Abstecher machen. Zu unserem Iridiumbohrer. Und schauen, ob der vielleicht auch schon was gefarmt hat. Also der hat bestimmt was gefarmt, aber ich meine halt, ob der Iridium... Farmt. Die Dinger sind echt cool. Hört euch das an. Man tut nichts. Und kriegt halt hier einfach jede Menge Rohstoffe. Wo habe ich den Stoff drin? Hier. Nehmen wir das noch vorsichtshalber mit. Ja, funktioniert jetzt wieder da hinten, oder? Müsste ja alles
Schön am Wachsen sein, genau. Perfekt. So, mehr. Ja, von mir aus. Auch weg. Genau, nimm das mit. Ab geht's, kurz schauen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Ob das geklappt hat oder ob man den T2-Bohrer, den es später noch gibt, man den dann braucht. Ich bin mir relativ sicher, dass man das so machen muss. Sonst hat man irgendwann hat man ja dann keine Rohstoffe mehr. Das wäre ja Quatsch. Das wäre ja Quatsch. Ich kann mir in dem Spiel überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwann mal die Rohstoffe zur Neige gehen. Ja, schade. Okay, das funktioniert wohl nicht. Bedeutet, wir können dich eigentlich mitnehmen. Weil wenn du uns... Ah, ich habe vorhin Iridium gesagt, ich habe natürlich Osmium gemeint. Wenn du uns aber kein Osmium bringst, dann nehmen wir dich lieber wieder mit. Der Richtung waren wir auch noch gar nie unterwegs, gell? Was ist hier eigentlich Schwefelfeld, oder wie? Zumindest fühlt sich so an. Mal kurz da nach hinten durchlinsen, was da noch geht. Jo, was ist denn hier los? Sandfälle. Ah, wollte ich auch gar nicht. Hier, guckt's euch an. Noch ein Chip. Ein Alu. Oh, Leute, noch so viel zu entdecken. Ich habe gerade Gänsehaut. Richtig nice. Sah einfach nur unfassbar gut aus. Das sah tatsächlich nur unfassbar gut aus. So, jetzt muss ich nur die Höhle wiederfinden. Wo geht's da lang? Ich habe Sauerstoffkapsel hast dabei, gell? Ja. Okay. Dann kannst du da auch kurz gucken. Ah, hier geht's nur von hinten zu dem Schiff, okay. Quasi um die Höhle drumherum. Oder? Doch, müsste so sein. Das heißt, dann müsste da hinten eigentlich eine Kapsel von uns stehen. Ja, ja, schaut, da hinten ist unser Zuhause, das passt schon. Da bin ich diesmal wenigstens richtig orientiert. Außer wir haben das Ding da weggebaut. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Sehr gut. Jo, hier ist sogar noch alles voll, ey. Oh Gott. Und ich suche Alu, Mann. Und hier ist noch mehr. Ah ja. Klar, warum auch nicht. Nee, Sand, nee. Wollte ich eigentlich mal ausräumen, kann das sein? Hat gut geklappt, wie ihr seht. Hat richtig gut geklappt. Es kommt davon, wenn man halt... Oh, da waren Pilzsamen drin, oder? Und, ah ja, und ich gehe einfach weiter. Trink. Ich sag gerade, wir haben keine Pilzsamen mehr und dann finde ich welche und geh einfach weg. Ja, was soll's. Sieht schon ein bisschen cool aus, unsere Base da, muss ich sagen. Und jetzt mit den Vierer Räumen. Das einzigste Manko an den Vierer Räumen ist natürlich diese Superlegierung, die 2. Wobei, wir bauen jetzt den zweiten Bohrer hier nebendran. Dann haben wir auch keine Alu-Probleme mehr. So.
Warum geht das nicht? Hä, hey, warum rot? Hä? Hä? Ach, jetzt geht's. Okay. Na dann. Seht ihr? Alu-Probleme gelöst. Mit ein bisschen Glück bohren die sogar so, dass wir uns immer direkt Superlegierung herstellen können. Wisst ihr, wenn die Rohstoffe alle voll sind? Das wäre cool. Das wäre richtig cool. So, gut. Dann lasst mich hier jetzt mal ein bisschen ausräumen. Das ist wie gesagt der zweite Eisenschrank. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, was es so Neues zu entdecken gibt. Freue ich mich sehr drauf. Danke ich euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Macht's gut. Ciao.